Moin zusammen Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Wir öffnen heute wieder die Rewards von Foot Champions und von den Division Rivals. Division Rivals wieder, glaubt Division 5, Rang 1 dann natürlich, weil ich habe relativ viel gezockt die Tage. Foot Champions habe ich dann gerade noch so Gold 3 erreicht. Die letzten 4 Spiele musste ich alle gewinnen, habe ich dann noch geschafft. Weil ich hatte erst die ersten 15 Spiele mit meinem Fun-Team gespielt, weil wer es nicht wusste, ich hatte mir so ein Bundesliga-Fun-Team erstellt. Mit dem habe ich die ersten 15 Spiele gespielt und dann die letzten 15 Spiele mit meinem Main-Team. Und ja, mit dem Fun-Team habe ich halt am Anfang ein bisschen reingeschissen. Aber am Endeffekt ging es dann trotzdem noch klar. Wie gesagt, Gold 3, das heißt, wir haben 2 Player-Picks, ein paar Mega-Packs, dies, das. Ich nehme natürlich wieder die Untauschbaren, weil ich brauche einfach ein bisschen was für den Verein. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit den Packs. Falls euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und viel Spaß mit den Packs. So, ihr seht es hier oben, 14, 16 habe ich erreicht. War wieder eine enge Kiste. Ich versuche mich zwar zu verbessern, aber es klappt immer nicht. Naja gut, was will man machen? Ich bin auch einfach nur ein Hobbyzocker, versuche halt immer ein bisschen was zu machen. Und ja, ich investiere halt auch kein großes Geld hier rein. Ich setze immer meine Hoffnung auf die Rewards, deswegen bin ich gespannt, was wir heute ziehen. Ich weiß, die Tonqualität ist immer noch nicht so optimal. Ich bin alles noch am Rumprobieren, dies, das. Weil das ist halt über die Aufnahme mit einem extra Mikrofon, da musst du mir dann Verstärker kaufen und so. Ich weiß, dass die Qualität von meiner Kamera, also die Mikrofonqualität, wesentlich besser ist. Aber ich hoffe, dass die Tonqualität trotzdem halbwegs vernünftig ist, also dass man mich wenigstens versteht. Ja, ihr seht, Foot Champions haben wir hier, aber wir gehen jetzt erstmal ganz kurz in das Team of the Week. Und da schauen wir mal, wer mir jetzt ziehen kann. Lukaku, Lewandowski und natürlich Fekir und Van Dijk. Das wären natürlich so Player-Picks, die ich gerne haben würde. Klar, Piqué kann man fürs Rating mitnehmen, aber die Werte sind nicht geil. Physis, Tempo ist alles nicht so krass. Defense ist zwar gut, aber der Rest ist Müll. Und ja, Lewandowski würde halt für mein Zweitteam optimal sein. Die Werte gehen klar. Der mit Hunter ist schon nicht schlecht, weil ich habe halt mein Zweitteam, ist halt jetzt ein Bundesliga-Team. Und deswegen Lukaku wäre auch noch in Ordnung. Geht klar. 90er Physis ist halt krass. Aber Van Dijk wäre halt schon, glaube ich, so ziemlich der Beste. Ist wahrscheinlich auch am meisten wert jetzt hier von denen. Dann haben wir halt noch einen Donnarumma hier. Also es sind ein paar High-Rated-Spieler hier mit drin. Aber jetzt so ein extremer Kracher ist, glaube ich, keiner drin. Bis jetzt vielleicht auch Van Dijk. Und ja, wir haben halt 2 Player-Picks. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Division Rivals holen wir erstmal ab. Dann nehmen wir natürlich wieder die Untauschbaren, weil ich nehme immer die Untauschbaren. Ist einfach besser, dann kann man den Verein ein bisschen voll machen. Da haben wir immer was da für SBCs. Klar, wenn man was richtig krasses zieht, kann man zwar nicht verkaufen, aber ist dann halt so. Foot Champions, die Belohnung holen wir dann auch noch ab. Ihr seht's, Gold 3. 2 Megapacks, ein seltenes Spielerpack, 30.000 Münzen und 2 Spielerwahl-Spezialobjekte. Und da starten wir jetzt direkt rein. Mit der Nase hatte ich eigentlich fast immer Glück, deswegen würde ich sagen, wir öffnen jetzt mal eins mit der Nase und dann eins normal. Let's go! Komm schon! Ah, ich glaube, das sind sogar meine schlechtesten, die ich bisher hatte. Ich hatte normal immer ein 4 oder 85er mit drin. Boah, das ist schon ziemlich traurig, ganz ehrlich. Scheiße, nehmen wir den 81er mit. Es gibt so viele High-Rated-Spieler und ich ziehe maximal einen 81er. Ja, müssen wir mal schauen, ob wir jetzt hier mehr Glück haben. Komm schon, bitte, einen, wenigstens einen 5 oder 86er, Mann. Komm schon. Boah, fuck. Aber ein Arangis nehme ich mit. Ich meine, ich habe zwar ein Bundesliga-Team, die Werte von dem sind jetzt nicht ganz so geil. Oh, schade. Hätte ich mir auf jeden Fall was Besseres erwartet. So, hier hatten wir schon mal kein Glück. Vielleicht haben wir dann Glück in den normalen Packs. Da müssten wir ja jetzt so 8 Stück, glaube ich, insgesamt haben. Oder? Ja, 9 Stück haben wir, 9 normale Packs. Prime Goldspieler 2 Stück, seltene Goldpacks 2 Stück, seltene Spielerpack 1 und 4 Megapacks. Das sind jetzt ja die krassesten Packs, aber ich meine, ein Walkout könnten sie schon mal gönnen. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal ganz random hier in das Prime Gold Spieler Pack rein. Walkout ist am Start, direkt im ersten. Komm schon. Hätte ich Bock. Ah, Spanier, Canol, wohl. Isco nehme ich mit, 89er, geht klar. Den nehme ich mir sehr gerne mit. Ich weiß nicht, ob er tauschbar ist oder untauschbar. Ich glaube aber untauschbar. Aber ja, untauschbar für SBCs. Kein Problem, nehme ich mit. 89er feiere ich jetzt schon mal, bin ich zufrieden. Ein Walkout war schon mal da.
Und ab ins nächste Prime Gold Spieler Pack. Schade, kein Workout. Ja, nicht mal mehr eine Wand. 81er Rulli. So, jetzt gehen wir in zwei seltene Goldpacks rein. 12 seltene, vielleicht haben wir hier noch einen Workout oder so. Ja, schade, jetzt im ersten direkt keins. Aber wenigstens mal wieder eine Wand. Komm schon, 84er bitte. Ja, 84er Raul Albiol. Nehme ich auch gerne mit. So, zack, ab ins nächste seltene Goldspieler-Pack. Das öffnen wir jetzt nochmal mit der Nase. Komm schon, let's go. Drop nochmal was Geiles. Schade, wieder kein Workout. Komm, gönn mir wenigstens wieder Wände. Wieder keine Wände. Leider, das müsste mir League sein. 82er, ja, kann man auch mitnehmen. Ist dann auch wieder untauschbar. So, jetzt kommen wir ins seltene Spieler-Pack. Das könnte jetzt theoretisch nochmal ein Workout gönnen. Fände ich auf jeden Fall nice. Komm schon. Ah, schade, komm. Oh, nicht mal eine Wand. Ah, das ist aber eine ganz magere Ausbeute hier. Romagnoli 82. Schade, schade, schade. So, jetzt haben wir noch 4 Megapacks. 2 Stück sind tauschbar, 2 nett. Ja, ich bezweifle zwar, dass da ein Workout mit drin ist, aber einen könnten sie nochmal geben. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal eins hier in der Mitte. Schade, kein Workout. Murillo 81 ist auch nicht so besonders. Das ist dann halt auch nicht so gut für SPCs. Schade auf jeden Fall. So, ab ins nächste Megapack. Komm schon. Na Mann. Gönn doch mal was. Wenigstens eine Wand. Ein Inform würde ich auch nehmen, aber das müsste Adern sein. 83er. Ja, schon mal besser wie ein 82er, aber trotzdem nichts Besonderes. Ah, dann habe ich sogar doppelt, zweimal untauschbar. Muss ich ihn sogar wegwerfen. Und jetzt haben wir noch 2 Megapacks und diesen tauschbar. Kommt da ein Walkout mit drin, bitte. Gönn, bitte. Kein Walkout. Komm, wenigstens eine Wand. Wand ist da. Wieder Spanien, Torwart ist wieder. Oh, ich dachte gerade wieder Adern. 84er Kepa, der geht klar. Der ist ein bisschen was wert, glaube ich. So 3.000-4.000 wahrscheinlich. So, jetzt ab ins nächste Megapack, ins letzte Megapack. Ob das jetzt nochmal Glück bringt, dass dem jetzt, wenn es die Nase öffnet. Komm Leute, bitte. Oh, wieder nichts. Absolut nichts. Wenigstens Wände. Franzose, Torwart. Oh, ja gut, Mann, dann da, wieder ein 83er. Ja, die Ausbeute war jetzt echt ganz schön mager, also es geht. Ja gut, 89er wollen wir sich immer nicht beschweren, aber dafür war halt der Rest Müll. Die Player Picks waren Müll, die normalen Packs waren Müll. Nur das allererste Pack, wo Isco drin war, war in Ordnung. So, das war's dann auch wieder von den Rewards. War wieder leider nicht ganz so nice. Ein 89er, der ist allerdings untauschbar. Klar, für SBCs nehme ich ihn gerne mit, aber ich hätte natürlich auch gern was gezogen, was tauschbar ist. Aber ja, kann man nichts machen. Ich würde sagen, ich bin raus.